Moin Leute, willkommen im Wunderland. Viele von euch haben Fragen zu den Knopfdrückern im neuen Patagonien- und Antarktis-Abschnitt gestellt. Deshalb widmen wir die ganze Folge heute einmal diesem Abschnitt und den Knopfdrückern. Der jeweilige Bastler von dem Knopfdrücker, Bastler darf ich nicht sagen, dann weinen einige hier, die das erarbeitet haben, zusammengebaut haben. Also unsere technischen Fachkräfte werden euch jeweils mal die Knopfdrücker und die Technik dahinter vorstellen. Wir gehen gleich mal rüber und gucken uns den ersten an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier sind wir bei dem Knopfdrücker, das Gaucho-Fest. Hier kann man sehen, was die Cowboys von Südamerika in ihrer Freizeit machen. Sie laden ihre Freunde und ihre Familie ein und machen ein riesiges Grillfest. Geschaffen hat Stefan hier mal wieder ein richtiges Meisterwerk und ich zeige euch mal, wie die Technik dahinter funktioniert. Hier bei der Szene gibt es viele kleine Figuren, die sich bewegen. Kinder springen auf einem alten Autowrack rum, balancieren auf Reifen. Hier vorne hackt jemand Holz. Einer facht das Feuer mit einem Wedel an. Die Grills sind sehr schön gestaltet, das Feuer glüht darunter, das Fleisch darauf sieht so echt aus, da kriege ich sogar Hunger. Unten drunter ist eine kleine Nebelmaschine verbaut, die das Ganze auch noch rauchen lässt. Stefan hat diesmal auch darauf geachtet, dass der regelmäßige Service leicht vonstatten geht. Dafür hat er zum Beispiel diesen kleinen Magnetgriff unter der Anlage platziert und diesen Trichter. Hiermit kann ich einfach ein Stück Boden abnehmen und die Öffnung ist frei, um das Wasser einfüllen zu können. Man setzt den Trichter rein, füllt das Ganze auf und wenn das Becken voll ist, dann ist ein Schwimmschalter erreicht und eine rote Lampe geht hier an und signalisiert uns, dass genug Wasser eingefüllt ist. Die realistisch aussehenden Grillfeuer haben wir gemacht mit vielen kleinen Leuchtdioden und eben dem Ultraschallvernebler hier unten drunter, der den Rauch hochpustet. Ich habe dabei geholfen, die Grillfeuer zum Brennen zu bringen. Da sind so viele kleine Leuchtdioden drin mit so feinen Kabeln. Da musste ich löten helfen, weil Stefan sie nicht mehr gesehen hat. So ist das mit den älteren Arbeitskollegen. Von hier unten kann man jetzt schön sehen, wie die Magnete vorne auf den Motoren angebracht sind. Die sorgen eben jeweils dafür, dass sich darüber die Figuren bewegen können. Und natürlich unser großer Wassertank mit dem Ultraschallvernebler und hier oben dann der Verzweigung, damit der Rauch in jedem Feuer rauskommt. Das war das Gaucho-Fest von unten. Jetzt gehen wir mal weiter zum Motocrosser. Hier seht ihr den Motocrosser und der Motocrosser ist gar nicht auf der Anlage, sondern eigentlich hinter der Anlage. Und der Motocrosser ist auch gar kein Motocrosser, sondern eine alte Mofa. Ich habe im Modellbau verzweifelt nach einem kleinen Crossmotorrad gesucht, aber keins gefunden. Dann habe ich einfach eine alte Mofa genommen, die war es von Anfang an und ist es dann auch einfach geblieben. Wenn man den Knopf drückt, dann flitzt der Mofa-Fahrer los. In der Mitte ist eine Sprungschanze. Auf der einen Seite springt er hoch, macht eine 360-Grad-Drehung, landet wieder und fährt bis zum Ende. Am Ende jeweils dreht er sich um 180 Grad, damit, wenn der Knopf wieder gedrückt wird, er richtig rum losfährt. So sieht das Ganze von hinten aus. Das ist ein langer Linearantrieb, der die Mofa von links nach rechts bewegt. Hier in der Mitte sind Zahnräder, dadurch macht er die 360-Grad-Drehung und dass er genau auf der Hügelkette längs fährt, das macht er, weil er hier unten quasi einmal eine exakte Kopie von der Anlagenoberfläche hat. Und wenn er hier am Ende ankommt, hat er ein halbes Zahnrad und macht dadurch eine halbe Umdrehung und ist bereit, die Rückfahrt anzutreten. Hinter mir seht ihr jetzt die Dresine, die ich jetzt fertiggestellt habe, die wir jetzt neben dem Bahnhof in Chinairo Chakubachi eingebaut haben. Und beim letzten Mal habt ihr ja gesehen, wie ich die aufgebaut habe. Also mit dem Gestell, mit dem Riemen, wo der Magnet drauf ist, damit wir die Dresine antreiben können. Und jetzt ist sie im Endeffekt fertig. Wir haben sie noch lackiert, wir haben die Menschen noch aufgeklebt und sie getestet und eingebaut. Und ich bin bisher zufrieden, sie läuft. Das Einzige, was uns jetzt noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, ist der Staub. Aber bisher ist alles gut. Und ich hoffe, ihr habt dann genauso Spaß daran, ihr zuzugucken wie ich. Wir sind gerade in der Antarktis. Und was typischer ist, sind Pinguine. Wir haben uns auf jeden Fall die Überlegung gemacht. Wir wollen auch, dass die Gäste auch diese liebe Pinguine auch sich angucken. Und ein bisschen realistisch zu machen, haben wir dafür ein paar Knopfdrücke gebaut. Ein Knopfdruck, der taucht ab, rutscht auf den Eisberg und dann geht wieder runter. Dann haben wir noch, um realistisch zu sein, haben wir gesagt, okay, die Pinguine springen auch. Und für das dritte Knopfdruck haben wir noch ein paar Pinguine, die in rund in, oder in Kreis rauflaufen und auf dem Bauch rutschen, ganz in der Mitte.
Wir sind jetzt gerade unten. Hier kann man die Mechanik angucken. Dafür hatte ich so mehrere Prototypen gemacht und bin ich mit dem eigentlich geblieben. Die habe ich komplett umgebaut, weil damals war so das eine große Platte mit das gleiche Mechanik, einfach hin und her. Jetzt habe ich gesagt, okay, da gibt es nicht so viel Platz, da muss ich was anderes machen. Und habe ich die Knopfdrucke geteilt. Und hier ist die zweite Knopfdruck, der läuft über nur einen Motor. Und der Motor hat eine Welle und die Welle sind Drähte darauf und auf jeden Fall die Pinguine. Und wenn der Motor an ist, dann wird die Pinguine von oben einfach tauchen so hoch und runter, so wie sozusagen springen die Pinguine. Und haben wir jetzt den dritten, der läuft den gleichen Prinzip, so eine Ketteantrieb mit zwei Motoren. In der Mitte haben wir so einen Motor mit einem Ansatz, wo ein paar Magneten darauf gelegt sind. Ja, und das sieht am Ende richtig lustig aus, wie auf dem Bauchen die Pinguine rutschen. Das ist auf jeden Fall meine Lieblingsknopfdrucken. Und schreibt uns in die Kommentare, was sind eure Lieblingsknopfdrucke? Hier hinter mir könnt ihr die Andenkondore sehen. Das ist tatsächlich mechanisch die einfachste Mechanik gewesen, die wir gebaut haben, weil es ist unterm Strich wirklich nur ein Motor mit einem Draht dran, wo dann der Andenkondor dran langläuft. Das Problem dabei war aber, dass diese Gebirgskette, die hier dargestellt ist, quasi im Maßstab geschrumpft wurde. Das heißt, der Gedanke soll sein, je weiter man nach oben guckt, desto weiter ist es weg. Dann haben wir jetzt natürlich das Problem, wenn wir dann einen Kondor da dran hängen, der dann wirklich auch maßstabsgetreu wäre, dass man ihn gar nicht mehr sieht, weil er dann ungefähr so groß ist. Und deswegen sind die Andenkondore, die da oben am Draht hängen, tatsächlich außer Maßstab viel, viel größer, damit man sie überhaupt sehen kann. Aber ansonsten ist es wirklich eine einfache Mechanik, die aber wirklich viel Effekt bringt, wie ich finde. Die Drehscheibe habt ihr ja schon in einem der letzten Videos gesehen. Die haben wir jetzt auch eingebaut. Ich bin auch wirklich zufrieden damit, wie sie inzwischen aussieht. Ich habe noch ein bisschen an den Endlagen rumgespielt, damit die Gleise auch wirklich übereinander liegen, wenn die Drehscheibe anfährt und anhält. Die LED vorne im Scheinwerfer habe ich leider nicht mehr hinbekommen, aber trotzdem sieht das Ganze richtig schick aus. Lennart hatte die Idee, in der Antarktis einen Walfang darzustellen, weil wir darauf gerne aufmerksam machen wollen. Haben mich gebeten, das Schiff zu beleuchten. Und während ich dabei war, kam die Idee auf, ob wir da vielleicht noch mehr draus machen können. Vielleicht sogar einen Knopf. Und Lennart hatte dazu ein Bild gefunden, wie von diesem Schiff aus Schlauchboote von Greenpeace und Sea Shepherd beschossen werden. Daraufhin hatte ich die Idee, das ähnlich wie in Hamburg beim Großbrand darzustellen. Haben wir das auf der Anlage angeguckt und auch unter der Anlage, habe das dementsprechend nachgebaut. Lennart hat dazu noch einen Wal modelliert, der davor schwimmt. Allerdings ist bei uns natürlich die Geschichte, dass der Wal entkommt und nicht gefangen genommen wird. Zurück vom Wal in Patagonien in die Werkstatt. Jetzt habt ihr die Wahl, welchen Knopfdrücker würdet ihr denn am liebsten mal drücken? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der heutigen Folge. Schöne Grüße aus der Hamburger Speicherstadt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.